Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind jetzt erstmal unterwegs. So wie angekündigt, müssen wir nochmal eine Loot-Tour fahren. Ja, müssten rein theoretisch nicht ab, aber ich will's. So, jetzt haben wir's. Zack, 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 zack. Und wir sind ja mittlerweile mobil. Das ist ja das Schöne. Da können wir noch was machen. Ich hätte Bock auf eine Mission. Komm, lass uns nochmal schnell eine Mission machen. So eine... Damit wir auch ein bisschen üben können für die Horde-Nacht. Weil wir sind ja schon in Tag 5. Für die Horde-Nacht, dass wir da ein bisschen üben. Machen wir jetzt eine Zombie-Beseitigungsmission. Ja, ist ausreichend. Ach, der macht ja mal erst wieder um 6 auf. Menschenskinder. Ja, gut. Schauen wir mal schnell hier rüber zum Zelt. Hier waren wir zwar schon. Ja. Nimmst du alles mit. So, schade, dass da kein Militärfaser durchkommt. Also war bloß ein handelsübliches Zelt, gell? So im Militär-Outfit oder Look. So. Dann sammeln wir halt nochmal geschwind Holz. So. Denn ich möchte gerne so gegen, also zwischen 12 und 14 Uhr wieder an der Base sein und dann mit der Falle weitermachen oder weiterarbeiten. Oder mit dem Panikraum. Weil ich glaube, es wird zu Anfang erstmal ein Panikraum werden. Mit ganz viel Stacheln, die gerade noch in der Werkbank liegen und vor sich hin arbeiten. Die circa 8 Minuten brauchen. So. Du hast jetzt schon wieder Hunger? Ja, dann kommen aber die auch noch beide mit, Mai. Ja, 6 Uhr. Wahrscheinlich wieder 10 nach 6, hä? Jawohl. Um 5 nach öffnet er jetzt, okay. Ich war der Meinung, in vorherigen Versionen war es immer so 10 nach, ne? Aber ich kann auch falsch spielen. Das ist, kein Problem. Und auch nicht so wichtig, so schlimm. So, moin, Rekt. Was geht ab? Ey, jetzt warte mal, ich will jetzt mal eine Aufgabe von dir haben. So, sind schon Stufe 2 Dinger. Aber dennoch. Nur bei Nacht. Ach du Schande, das hatten wir schon mal, gell? Stromzufuhr wiederherstellen. Das könnte man da ja auch am Tag machen. Wir gehen in den Süden. I don't like you, but maybe I'll change my mind. Ja, du willst noch mehr, oder? Tja, diesmal wird es etwas schwieriger, aber du wirst es schon schaffen. Töte alle Zombies bei The Cutrell aus. Can't say I'm not surprised. Good luck, kid. Okay, okay, okay. Das wird aber nicht die Kirche sein, oder? Ja, wir werden es gleich sehen. Säubere das Gebiet. Begib dich zum Sammelpunkt. Da ist eine Hundehütte, da fahre ich dran vorbei, dann fahre ich doch lieber hier durch.
So. Okay. Das ist dieses Gebäude hier. Da hockt so ein Ekliger. So ein Faucher. Nee, ach, das war der Halbe. Okay, nimm alles zurück. Das war nicht der Eklige. Das war der Halbe. Jawohl, Klebeband brauchen wir unbedingt. Zement nehmen wir auch schon mal so mit. Na, das, was wir haben, Hammer. Das ist noch eine Tasche. Das ist aber das Schmarrn der Speer, gell? So. Ich hätte so gern einen Schalldämpfer. Ach, alter Digga, habe ich mich erschrocken. Er schützt sein Gesicht. Er schützt sein Gesicht, habt ihr das gesehen? Der Schuss war jetzt laut, ich weiß. Lockt natürlich andere Gäste an. Jawohl. Klebeband. Oh! Das ist natürlich geil hier, ne? Da findest du doch echt noch ein bisschen was zum Schnabulieren für zwischendurch. Ach Gottchen. Das ist jetzt kein Hund, gell? Oh, Pilze. Sehr gut. Nehmen wir das auch noch mit. Auto lasse ich jetzt mal stehen. Wir gehen jetzt mal hier hoch. So, im Schrank wird bestimmt einer sein. Oder auch nicht. Nee, ist gar keiner. Guck an.
Oh. Ich sehe gerade, ich bin schon wieder voll überladen. Was ist denn da los? Ja. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Sortier dich mal. Genau. Wir trinken mal einen Schluck. Sehr schön. Das lasse ich jetzt immer sein mit diesem Papier. Das brauchen wir, das nehmen wir, das lassen wir da. Was hast du da? Medikamenten? Jetzt hat Plastikmüll. Okay. Oh, sehr gut. Die ist verschlossen. Ja, warte mal, das geht doch da noch weiter. Es ist so nah. Das geht ja noch weit runter. Da auch. Das wären Sachen zum Verkaufen, gell? Ziemlich hohe Decken. Ah, genau. Ich bleib jetzt da hängen, oder? Ich gehe erstmal nach oben. Mittlerweile ist das echt gut gemacht worden, ne? Jetzt frage ich mich, wo halt der Strom herkommt, ne? Oh, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Was ist denn jetzt aufgegangen? Ach, du, oh, pass mal auf. Das muss ich ein bisschen umdisponieren. Braucht kein Mensch. Ja, die Lappen lassen wir mal da. Brauche ich nicht.
Oh, guck mal. Richtig gut. So, das hier. Das kann ich doch bestimmt irgendwo verwenden in Klamotten, oder? Ich probiere es mal da. Ändern. Nee, geht nicht. Kann ich das reinpacken? Stimmt in die Mütze. Ja. Okay, da kommt dann später die Helmkamera rein, aber somit könnte ich jetzt trübes Wasser trinken. Sehr geil. Selbstgebauter Stab. Hm. Die Kohle kriegen wir dann. So, noch die Tasche. Ziemlich viele Verbände haben wir jetzt mittlerweile, ja? Ah, ich kann nur 5 aufeinander stacken. Ja, das ist ja traurig. Ach, war das Dach? Da ging es noch nach oben. Da ging es ja auch nochmal nach oben. Hier. Warum geht es hier nach oben? Einfach nur so. Quasi so eine Art Luftweg. Und ich habe hier die Munition übersehen. Ei, der geleckt. So, dann haben wir das jetzt auch angeschaut. Können wir jetzt quasi nach unten gehen. Hä? Hä, wo seid ihr denn jetzt? Helft dir mal. Da ist eine Taschenlampe, ich brauche keine mehr bauen. Habe ich schon eine gebaut? Nee, der hat sich selber gekillt. Da geht es auch nochmal runter. Ey, ja, hier ist so viel Zeug, gell, Leute. Aha, okay, da ging es raus. Jetzt geht es dann quasi nur noch in den Keller. Oh, cool.
Die sind voll. Ist das eine Mine? Da war was Rotes oben drauf. Irgendwo fehlt noch einer, ne? Schiefer brauche ich nicht. Erstmal. Das ist gut. Kürbis-Käsekuchen freigeschalten. Yay. So, Drogenlabor hier unten, hä? Da steht er. Alles klar, safe. Wir haben's. Wie spät haben wir's? 9 Uhr 27. Sehr stark. Immer mit. Jetzt nehmen wir's mit. Dafür lassen wir den Sand da. Super. So, was hast du jetzt da hinten noch drin? Da hat sich einer verstecken wollen, okay. Ah, sehr gut. Schade, dass wir keine Blechdosen mehr kriegen oder sowas ähnliches. Selbstgebaute Pistole, freigeschaltet Qualität 4. So, einmal das rein. Das lass mal da. Das können wir selber herstellen. Ist da noch was dahinter? Nein. Ja, Geleck. Sehr geil. Ein Messer. Sehr schön. Haben wir wenigstens noch ein Messer. So, das wäre die Leiter gewesen. Ach, geh doch einfach hier durch. So. Schon sind wir draußen. Mega gut. Halt, warte mal, wir haben das resettet. Da müsste auch hier wieder was drin sein. Ja, Vollingen. Das geht für 8. Ach komm, die Mütze. Ich hoffe, der nimmt das Gammelfleisch zuerst. Das Fleisch genommen. Ja, sehr gut. Zum Händler da. Diese Richtung. So. Nehmen wir noch ein paar Briefkästen mit. Ein
Okay. Da ist soweit nix. Haufen Papier. Habe ich aber keinen Platz fürs Geld, gell? Doch, habe ich. Aber ich habe schon Chitons gefunden. What are you looking at? Oh, doppelläufige. Ah. Vergrößertes Magazin-Mod wäre auch geil, ne? Stufe 3, die doppelläufige. Ich nehme die Zeitschrift. Na, jetzt habe ich keinen Platz. Habe ich es jetzt bekommen? Ja, hat er. Jetzt pass auf, zeig mir mal deine Ware. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und was möchte ich noch verkaufen? Das war... Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip me. So, jetzt wartest du mal ab. Goldruten und was ist das? Chrysanthemen waren das, ne? Maschinengewehrstufe 2, yay. Da haben wir echt was gut, ne? Zeig nochmal her dein Inventar, weil das würde ich gerne aufbewahren. Das ist Essen. Der hat keine vernünftigen Schaufeln oder sowas dabei. Go broke with more customers like you. Ja, pass auf. Wir nehmen noch eine Aufgabe an. Das wäre auch wieder südlich. Das ist alles irgendwo im Süden, ne? Abholmission, das sind auch Zombies dabei. So, aber wir fahren erstmal heim. Und bringen das Zeug weg. Das machen wir noch. Na komm, geh rein da. Halt, warte. Essen wäre eigentlich wichtiger, gell? Ein Kürbisbrot, komm, das machen wir. Jetzt können wir gar nichts mehr, oder? Doch, gegrilltes Fleisch noch. Sehr gut, das läuft durch. Dann gehen wir geschwind runter. Schmeißt das Zeug hier rein. Zack. Ach, das könnte ich noch verkaufen. Aber warte, noch zu hemmen.
Zur Helmmod. Hatte ich nicht Kleber? Doch, da. Genau. Ich brauche das, ich brauche das. Ich glaube, Kunststoff war mit dabei, gell? Da ist sie. 2, 2. In dem noch... Ach, das Stahl war auch das Problem. Jetzt habe ich 2 Taschenlampen. Ja, nicht so schlimm. Die Spikes haben wir auch. Alles klar, lass mal drinnen. Das Stahl war noch das Problem. Ah, alles klar, check. Das ist alles okay. Ist nun mal so. Können wir jetzt nicht ändern. Was geht damit her? Fressalien, zack. So viel Zeug brauche ich eigentlich auch nicht, ne? So. Hau da mal das Messing rein. Okay. Sind eigentlich relativ frei, ne? Ja, das passt. Geht's jetzt weiter zur nächsten Mission? Das sollte man eigentlich auch gut hinkriegen. Das wird das orangene Gebäude sein, ne? Schon wieder der Kindergarten? Da waren wir doch schon. War irgendwie klar, dass da einer drin ist. Okay, ein Hund. Oder eine runde Box, besser gesagt. Das war wie so ein Kindergarten, oder? Ah, geleckt, jetzt wird's wieder so dunkel. Behalten wir mal die Yuka-Sachen. Hier ist ja auch noch eine Tür.
Und sage mal, was ist denn jetzt hier los? Steilvorschlaghammer freigeschalten, Stufe 2. Sehr schön. Braucht kein Mensch. Ah, sie kam von hier. Ah, okay. Ein Dietrich, sehr schön. Geht das da jetzt raus oder nicht? Ich glaube schon. So, die Tasche müsste dann da irgendwo sein, ne? Autsch, boah. Wo kommst du her? Ich hab dich nicht gesehen. Dümpeln doch irgendwo da oben rum, oder? Hm. Ah, ein Knochen, na toll. Ich kann es auch dem Hasen geben. Ja, wunderbar. Da geht ja richtig was hier. Oh, Dietrich ist freigeschalten. Sehr schön. Und Speerstufe 2. Oh, jetzt schlecht. Sehr gut. Haben wir schon wieder eine Mission geschafft. Das freut mich. Der Topf ist echt. Nun gut. Ich denke, das soll es gewesen sein. Hm? Ah, Entschuldigung. Die Munition. Ich vergesse immer die Munition, ja? Ist das schon mal aufgefallen? Katastrophe.
Sehr schön. Sieht aus wie ein Kindergarten. Daycare. Wird wahrscheinlich auch einer sein. So, wunderbar. Bringen wir das Zeug zum Händler, verkaufen wir noch ein bisschen was und dann fahren wir wieder heim. Dann haben wir es nämlich auch schon 13 Uhr. Also haben wir jetzt dann gleich Ingame-Time. Und dann kommen wir eigentlich ganz gut hin mit den 14 Uhr sozusagen. So. Ach, Stahl. Geil. Wir nehmen's. Sehr gut. Inventar bitte. So, dann verkaufen wir auf jeden Fall dieses welches. Die Mütze, die Schuhe. Die behalte ich mal. Verkaufen. Sehr gut, und den Rest behalte ich quasi. Sehr schön. Das läuft gut, das läuft richtig gut, das gefällt mir. Was hat er denn sonst noch so da? Eigentlich nichts mehr, was wir bräuchten, gell? Aber no refunds, deal's done. Now beat it, fucker. So, mit diesem Heim und dann können wir uns doch nochmal eine Helm-Mod jetzt endlich bauen. Das ist ja auch nicht schlecht. Richtig gut. So. Hoppala. So, jetzt schaue ich mal hier rein. Vielleicht muss es regnen, damit was kommt. So, was habe ich denn alles dabei? Da. Gut. Werkzeug. Du kommst damit neu. So. Zweimal Kunststoff, Klebeband, zweimal ein Nähset, eine Taschenlampe. So, die Taschenlampe haben wir. So, und jetzt noch die beiden Sachen. Helmut. So. Hammer. So, du gehst da auf. Du gehst da hin. Sehr gut. Frisalien. Zack. Dosenfutter geht damit hin. Die Mod verpacken wir gleich. Dietrich geht damit her. Stahl geht damit her. Machst du mal damit hin. So. Den Kühler packen wir hier mit rein. Und ansonsten. Die Mod. Auch wieder bei der Rüstung. Hm.
Stecker bestimmt auch bei der Jacke, oder? Nee, geht nicht. Bei der hier? Auch nicht. Aber da. Sehr gut. Abschließen. Ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Feierabend. Wir haben nochmal zwei Missionen geschafft. Eine mal Zombie Beseitigung und einmal eine Abholmission. Waren auch ein paar Zombies mit dabei. Gar nicht mal so schlecht. So. Essenstechnisch haben wir hier was. Wie viel macht das aus? Ja, ein bisschen was, gell? Genau, das Wasser geht hier mit her. Haben wir das. Perfekt. Alles klar, wunderbar. Und dann können wir wie geplant in der nächsten Folge an der Falle weitermachen. Dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei 7 Days to Die. Ciao, macht's gut.